Hallo und zurück bei Earthbound, das Spiel, das Irre schafft. Ach, das macht einen wirklich wahnsinnig, dieses Spiel. Aber ich habe jetzt, ich gebe es zu, in die Komplettlösung geschaut. Und das war schon richtig, wo wir waren. Dort müssen wir also wieder hin. Aber ich möchte dort gerne mit einem Teddybär... Ach, jetzt habe ich gar keinen Platz im Inventar. Nur noch kurz zurück. Und wir müssen mal noch schnell das hier tun. Röten. Harry nimmt den Hörer ab. Und den Escargo Express wollen wir. Hallo, hier ist der Ex... Hallo, hier ist der Escargo Express. Du bist Harry, großer Bruder. Ich bin's, Tracy. Ich arbeite halbtags für den Escargo Express. Ahaha, was kann ich denn für dich tun? Abholen. Wir sollen etwas für dich lagern. Wir schicken sofort jemanden vorbei, der die Sachen abholt. Klick, du. Okay. Wir wissen ja, das kostet Geld. Ach Quatsch, wir sollen prüfen. Prüfen. Willkommen beim Geldautomaten. Bitte wähle eine Transaktion. Abheben. Dein Kontostand beträgt 2200. Bitte den auszahlenden Betrag eingeben. Kontostand, nehmen wir mal 200 mit, würde ich mal sagen. Von deinem Konto wurden 200 abgehoben. Bitte Geld entnehmen. Sehr schön. Gut, jetzt warten wir mal auf diesen Cargo Express da. Drücken dem mal 2-3 was in die Hand. Ich weiß bloß noch nicht was, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen alles. Oh, jetzt kommt er doch. So. Hallo, hier ist der Escargo Express. Die Liefergebühr beträgt 18 Eus. Du kannst die Rechnung bezahlen, oder? Aber natürlich. Was soll ich mitnehmen? Ich kann bis zu 3 Dinge mitnehmen. Nee, das Empfang gefunden, das Glückssandwich will ich auch behalten. Jawohl. Wir haben noch die große Pizza. Den Hustensaft will ich auch behalten. Glückskapsel. Melodiestelle will ich auch behalten. Stadtkarte auch. Kreditkarte auch. Ich gebe mal die Glückskapsel mit. Ja. Was soll ich mitnehmen? Nehmt dann mal das Meteornium mit. Soll ich doch was mitnehmen? Ja. Was soll ich mitnehmen? Du kannst mal noch mitnehmen. Den Hustensaft brauche ich, den Bleistiftradierer. Wenn ich jetzt wüsste. Empfang Hufun. Mann. Mit einem freien Slot bis losrennen ist auch blöd. Ach komm, scheiß drauf. Gehen wir noch einmal durch. Ich soll also Glückskapsel und Meteornium. Ist das so korrekt? Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Dann zieh ab, Junge mit Bord. Okay, dann gehen wir jetzt mal rauf und werden natürlich... Manu. Und werden uns natürlich mal schnell noch einen... Gehen wir aus dem Weg. Und werden uns natürlich noch schnell einen Teddybären kaufen. Ah, Psychohund, Psychohund. Ich finde ihn so cool. Chaos die Order. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwas zu machen, oder? Ja, gehen wir erstmal in die Kaufhalle. Kaufhaus des Westens, das KDW. Ja. Geht mir alle aus dem Weg. Ich brauche einen Teddybären. So, fahren wir mal schön in Ruhe rauf. Am liebsten würde ich ja 2 kaufen. Und die auch die 2 mitnehmen. Wenn einer kaputt geht, haben wir wenigstens den anderen noch. Können wir eigentlich 2 davon kaufen? Das könnten wir doch direkt mal ausprobieren. Wann ist die denn gehabt? Reden. Hi! Kann ich helfen? Kaufen. Was willst denn du kaufen? Ein Teddy. Oh, vielen Dank. Kann ich doch etwas für dich tun? Nein, muss immer Geld abheben. Vielen Dank. Prüfe, wer sich ewig bindet. Bitte wählen Sie eine Transaktion. Abheben. Naja, ich muss noch mal 100 abheben. Ich bin heute mal etwas sehr geldausgebefreudig. Von deinem Konto wurden 100 abgehoben. Bitte Geld entnehmen. Sehr schön. Mal sehen, ob wir wieder von 2 kaufen können. Halt, wir reden. Hi, kann ich helfen? Kaufen. Nun, was willst du nun kaufen? Noch so ein Teddy. Teddybär, vielen Dank. Kann ich noch sowas für dich tun? Nein. Oh, jetzt aber 2, sehr schön. So, sind wir ausgerüstet mit 2 Teddybären. Dann kann doch nichts mehr schief gehen. Womit, mein kleiner Teddy? Ich nenne dich Bruno. Banoni. So, jetzt fahren wir hier mal runter. Und werden dann mal schauen, was so auf uns wartet hier. So, also in der Komplettlösung stand, wir müssen nach Osten. Dann auf geht's, Freunde. Ach, da unten gehen jetzt gegen den Bus. Ist doch nervig. Ah, komm, nehmen wir's mal mit, den Hibi. Den klopfen wir erstmal vor eine frohes Fressbrett. Damit die Zähne wackeln, du triffst Neuzeit-Retro-Hibi. Wir hauen ihn mal. Harry greift an. 84 Schaden bei Neuzeit-Retro-Hibi.
verliert seine Geduld. Ne? Der Retrohippies Angriff steigt um 1. Schuss. Harry greift an. Verfehlt das Ziel ganz knapp, ist ja klar. Neuzeit Retrohüber verliert seine Geduld. Steigt um 1, jawohl. Und nun hauen wir natürlich ihn richtig eine auf. Ich hasse es. Neuzeit Retrohüber greift an und macht 23 Schaden beim Teddy. Du kleine Ratte. Schuss, greift an und verfehlt. Ey, ist denn das die Möglichkeit? Wieso trifft denn da nicht? Ich hol auch nochmal zu Dell, fällt mir gerade ein. Na endlich. Ist wieder normal. Gewonnen. Ich wollte ja nochmal schnell ins Hotel und alles 160 Erfahrung. Nur, naja, ich wollte ja nochmal ins Hotel und wollte erstmal unser ganzes PB und alles wieder richtig hochstauben hier. Richtig hochklöpfen. Das machen wir mal noch fix. Ach man, ich bleib mal hängen. Nee, das war nicht das Hotel. Ach, weiter vorne. Und weiter unten. Neben Fahrradladen. Ja, lalalala, ich bin der Teddybärenmann. Komm an den Teddybären ran. Hallo, willst du meinen Bären streicheln? Okay. So, reden. Willkommen in Hotel von Thusen. Eine Nacht kostet 50 Euro. Möchtest du über Nacht bleiben? Ja. Ah, naja. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Hohohohoho. So. Okay. Habe ich eigentlich schon mal geprüft? Hier ist alles in Ordnung. Das ist ja voll in Ordnung. Okay, dann latschen wir mal los und gehen jetzt mal Richtung Osten in diesen Dreckswald, zu diesen Drecksviechern, zu diesen ganzen Müllviechern, die leicht nervig sind in diesem Spiel. So. Aber das macht ja erst den Spielspaß aus, heißt sehr, sehr schön. 30 Folgen oder vielmals, wie ich jetzt schon gerendert habe und wir sind immer noch im zweiten Level, das ist doch nicht mehr normal hier. Quietsch! Quietsch! So, wir speichern nochmal und dann machen wir hinüber zu reden. Harry nimmt den Hörer ab. Rufen wir den Papa an. Harry, Papa hier. Ich habe 23 Euro auf deinem nicht mehr, du kleines Aas. Ja, 1958. Erfahrung für dieses Level sind noch 5057. Wie auch immer. Speichern. Fertig. Ah, dass man das nicht überspringen kann, nervt. Ich habe den Abend, dass es zu diesem Punkt gespeichert. Blablabla, ich will fortsetzen. Ja. Und genau wie deine Mutter. Blabla. Aber ich denke nicht, dass es gut ist, sondern zu arbeiten. Blabla. Okay. 7 Minuten und wir haben noch nichts gemacht. Ne, 8 Minuten jetzt sogar. Hey, hey. So, los, los. Auf, sagt die Studie zum Hengst. Und wir schlagen uns in die tiefen Wälder. Das Sherwood Forest. Okay, gewonnen. Harry erhält 95 Erfahrungen. Sehr schön, das gefällt mir ganz gut. Ach, zwei. Oh, ein Glücksschmetterling, Glücksschmetterling! Der magische Schmetterling, Harry entspannt. Nummer 2, oh, ich hasse diese Pilze. Ich hasse diese Pilze. Eine Fliegenpilzsuppe. Von ungeahnten Ausmaßen. Ach du Scheiße. Das fängt ja schon wieder furchtbar geil an. Wir gehen nochmal raus, nochmal rein. Eins von den Viechern ist schon nervig und vielleicht zwei davon. So besser. Okay, hier haben wir jetzt bloß dieses Unkraut. Mit dem werden wir hoffentlich fertig werden. Gewonnen! Harry erhält 133 Erfahrungen. So. Wir tasten uns langsam durch die Höhle des Grauens. Zwei von ihnen. Oh mein Gott, werden wir diese zwei... Ja! ...schaffen? Du begegnest mobiles Haut und Konsorten. Wir machen einen Schuss. Mobiles Haut B versucht Heilung. Mobiles Haut LP sind völlig voll. Harry greift an. 70 LW Schaden bei mobiler Saat. Mobile A-Saat versucht sie bei mir. Ach ja, das haben wir gemacht, dieses Viecher. Teddy Bear hat überhaupt kein BP. So, Harry greift an, macht 76 bei mobile Saat. Und sie bleibt stehen. Mobile B verteilt seine Samen in der Umgebung. Mobile Saat B greift an. 14 LW Schaden beim Teddy Bear. Harry greift an, verfehlt das Ziel. Oh, das mit denen verfehlen, das nervt. Mobile Saat LB sind völlig voll. Ja, das ist ja nicht schlimm, wir haben sie nicht getroffen. 81 Schaden, ja sehr schön, Mobilisat bleibt stehen.
Und Billet verteilt seine so, das nervt. Das ist wirklich recht nervig. Also richtiger Sackgang. Harry greift an, 92 Schaden beim Musikmobile SOP. Bleibt stehen. 16 Schaden beim Teddy. Harry greift an. Verfehlt natürlich, ist ja logisch. Heilung, ja, du heil dich doch. So, machen wir nochmal einen Schuss. Okay, Mobile SOP greift. Was? 10 bei mir? Wieso das? 78, gut. Gewonnen! Und wir bekommen 532er Erfahrung. Das ist doch ganz gut, nicht wahr, meine Freunde, nicht wahr, meine Freunde? Ich will Sachen. Und ich möchte Mamfi Mamfi Glück Sandwichy. Harry ate the Glück Sandwich. Harry's LP sind völlig voll. Ich will auch endlich mal To the Moon spielen. Ich komme absolut nicht dazu, To the Moon zu spielen. Mit wem sprichst du? Na, mit der kleinen holden Maid hier. Hallo, willst du mal meinen Teddy streicheln? Bummdi-dummdi-dummi, such nach Pilzen. Doch keiner Pilzen. Ich werde eine ganze Tonne sammeln. Und dann werde ich meine Oma vergiften. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. So, jetzt kommen diese nervischen Ufos, ne? Ich bin kein Feind. Ich bin nur ein gewöhnlicher Maulwurf, Maulmaul. Möchtest du wissen, wie man Kämpfe überlebt? Ja, du hast es vielleicht schon gemerkt. Aber wenn du im Kampf schwer verletzt wurdest, könntest du trotzdem mit deinem LP überleben. Wenn das passieren sollte, liegt das an deinem Mut. Dein Mut kann über Leben und Tod entscheiden. Außerdem verhilft dir mehr Mut zu mehr Smashing-Treffer. Aber abgesehen vom Mut, sollte dir aufgefallen sein, dass es länger dauert, bis der Schaden bei dir berechnet wurde. Das liegt an deiner rollenden LP-Anzeige. Ups, ich meine deiner Energie. Wenn dein Gegner dich tödlich verwundet, aber du alle Gegner besiegst, bevor deine Energie auf Null fällt, überlebst du. Das ist alles, was ich weiß. Tschüss. So, wir müssen also hier rüber. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Sind wir ganz gekonnt. Okay, das ist das blöde UFO hier. Das machen wir schnell weg. Das hat ja ziemlich viel, nicht? Du begegnest kleines UFO. Schuss auf kleines UFO. Kleines UFO feuert einen Laser ab. Du bist erkältet. Ne, verfehlt das Ziel ganz knapp. Harry greift an. Verfehlt auch. Fängt schon wieder gut an. Kleines UFO feuert einen Laser ab. 16 LP Schaden beim Teddy. Mein Teddy! Harry greift an. Macht 81 bei kleines UFO. Kleines UFO feuert einen Laser ab. 17 Schaden beim Teddy. Lass mein Teddy in Ruhe. Harry greift an und verfehlt natürlich. Ist ja klar. Und wir machen einen Schuss. Fehlt der jetzt eigentlich nur noch? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Tödlichen Schaden bei Teddy? Ach nein! Das hat alle gerade meine Zweikämpfe durchgehalten, der blöde Teddy. Scheiße. Oh shit, I'm fucking. Harry hält 223 Erfahrung. So. Ist natürlich jetzt hart hier. Okay, wir haben uns dran vorbeigeschlichen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber zu. Über das kleine Brückelchen hier. Ah, hier waren ja diese nervenden Bäume, ne? Ah, das war ja auch ein Scheibenkleister. Wir müssen nach Osten. Oder müssen wir nach Norden? Ey, ich hab's vergessen, scheiße. Ih, das war ja auch so eklig schwer, dieses Ding. Ne, hier kommen doch noch Rückstellungen, wenn wir hier langlaufen. Ah, fuck. Hab gedacht, wir schaffen's. Nein, es bin wieder voll ein Laser ab. Verfehlt das Ziel knapp. Zum Glück. Tschüss. Ach Mann, wieso verfehlt denn der nur noch? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Hab ich irgendwas falsch... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach Mann, wieso trifft den da jetzt nicht mehr? Ja, wenn er den mal treffen würde, hätte man auch schon längst weg. Okay, Spin Border wurde zerstört, das ist sehr gut. 297 Erfahrung, ja gut, geht ja mal noch. Ach nein. Ja. Es kommen jetzt hier so viele Gegner. Ich hab doch gar nichts gemacht.
Gut, dann wir runter zu. Oh, Schmetterling. Ich frage mich, wer die Brücke und was hier mal gemacht hat. Warum sollte das jemand machen? Mist. Okay, das sind diese scheiß Bäume, die so nervig waren. Scheiße. Wieso sind die jetzt so... Scheiße. Okay, wir machen jetzt mal einen Zielangriff. Du konfrontierst territoriale Eiche und Konsorten. Wir machen mal einen Zielangriff und zwar zocken. So, habe ich schon mal übrigens so dieses kleine Mistviech weg. Okay, 85 Schaden bei Mobile Sword. Mobile Sword bleibt stehen. Okay, Eiche greift an, macht 30 LP. 30 Schaden beim Teddy. Ich glaube, das sollten hier gar nicht sein, oder? Harry greift an, 78 bei Eiche. Geht in Flammen auf. 196 Schaden bei Teddy Bear. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein. Ja, dann geht's doch noch Glücksstadt, oder? Ach du Kacke. Ah. Scheiße. So, mal kurz aus dem Bild. Es stehen drei Bäume dort oben. Wolf. Schild. So. Ah. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Ja, kämpfen wir gegen das Ding. Denke ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht, ob wir sein sollten oder nicht. Juhu, wir haben gleich mal getroffen. Boah, ey. Wieso denn? Ah, wieso verfehlt denn der jetzt immer? Gut, jetzt haben wir noch weg. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.